Also herzlich willkommen zu unserem heutigen Technologie-Meeting. Der Markus und ich wollen was zeigen. Zum einen will Markus erst zeigen, wie man mit dem JS-Test-Driver Test-Driven Development machen kann, mit JavaScript. Und ich möchte danach mal kurz zeigen, wie man mit Maven, TestNG und WebDriver einfach Frontend-Tests schreiben kann. Vorweg noch, wer vorhat, irgendwie bei Facebook oder Twitter aktiv zu sein, der kann vielleicht gleich gehen. Telefon ausschalten, der übliche Disclaimer. Genau. Okay, los geht's. Also unser Vortrag ist, wie schon gesagt, in zwei Teile eingeteilt. Also ich fange jetzt mit meinem Teil an. Und es geht um JS Test Driver und das TDD bedeutet Test Driven Development. Was ist der Vorteil von Test Driven Development, um erstmal das sich wieder ins Gedächtnis zu holen? Test-Driven Development ist gut dafür, um zum Beispiel Bugs sozusagen zu vermeiden oder überhaupt erstmal Code, den man schreibt sozusagen, ist ja immer anfällig für Bugs. Und das Problem ist, dass bei JavaScript das Testen eher vorweggelassen wird, obwohl es mindestens genauso wichtig ist wie das Testen von einer Java-Klasse. Und gerade weil es halt in unterschiedlichen Browsern läuft und auch ziemlich schnell verändert werden kann, ist es halt ziemlich wichtig. Die Vorteile von Test-Driven Development ist also die Vermeidung von wiederkehrenden Bugs. Dadurch, dass ich halt meine Tests anpasse, wenn halt der Bug da war oder so, und dann den Test wieder laufen lasse, dann kann es halt nicht passieren oder passiert es halt bloß noch unter Umständen, dass der Bug halt da ist. Dann unterstützen die das Code-Refactoring, was halt auch anfällig für Fehler ist und damit halt auch das Don't Repeat Yourself-Prinzip. Sie unterstützen die Aufwandsreduzierung der Lauffähigkeit, das heißt zum Beispiel der Browser-Check auf unterschiedlichen Systemen, und sie unterstützen das Code-Verständnis für neue Entwickler, also Tests zu schreiben. Wenn ein neuer Entwickler in die Firma kommt, kann sich schon an den Tests sozusagen ein bisschen orientieren, was halt irgendwie passiert, was aufgerufen werden muss oder was konkret dort abgearbeitet wird. Der Nachteil ist natürlich dann halt, die Tests müssen erst geschrieben werden und die müssen aktuell gehalten werden. Also wenn sich halt immer was ändert, dann sollte der Test angepasst werden, damit das auch alles noch funktioniert. Für JavaScript gibt es verschiedene Testsysteme. Die unterteilen sich einerseits hier in X-Unit, also X bedeutet halt hier JS-Unit und Q-Unit, das sind halt Test-Frameworks, die ich einfach so benutzen kann. Ja, dann diese In-Browser-Test-Frameworks, wie dieses Yahoo UI. Das wird halt im Browser aufgerufen und dann lädt er halt so eine JavaScript-Source von Yahoo und damit kann ich dann halt testen. Headless Testing Frameworks sind halt Frameworks, die auf der Kommandozeile laufen, mit denen ich halt JavaScript testen kann. Und ein All-in-One-Test-Runner wie TestSwarm oder JS Test Driver. Ich habe mich für JS Test Driver entschieden, weil erstens halt, wie schon gesagt, All-in-One-Test-Runner, das hat mir so ein bisschen gefallen und würde halt mal ein bisschen gucken, was der halt so macht. Und TestSwarm gibt aber keine Integration jetzt für eine Java-Umgebung, also keine Integration für Maven oder irgendwie sowas. Deshalb habe ich mich halt irgendwie für, deshalb habe ich mich für Test Driver entschieden. Test Driver ist in der aktuellen Version 1.3.3d verfügbar, aber ich empfehle halt die 1.3.2 zu nehmen, weil das eine stabile Version ist und auch die Plugins damit funktionieren, die es dafür gibt, oder das Plugin. Es unterliegt der Apache License 2.0, ist halt irgendwie so kompatibel mit der GPL Version 3 und der Code ist frei zugänglich. Ja. Das Ziel, was JS Test Driver verfolgt, ist die einfache Integration in bestehende Systeme durch Plugins und ja. Dann das schnelle und parallele Testen in gängigen Browsern. Und das Testen auf verschiedenen Betriebssystemen gleichzeitig. Wie ist das Ding aufgebaut? Also wir haben zuerst einen Server, der ist
dafür da, um die Konfiguration zu laden und Kommandos an die Slaves zu senden. Die Slaves sind hier im Prinzip die Browser, zum Beispiel halt zum Laden des JavaScript-Codes. Diese geben dann halt das Result zurück vom Rendern des JavaScripts und der Server gibt dann das an den entsprechenden Client zurück, an den Runner. Um halt den Server innerhalb der Browser aufzurufen, muss ich den halt capturen. Das kann ich halt entweder über eine URL machen mit den slash capture dran. Also die URL habe ich mir dann natürlich konfiguriert, das werde ich dann auch noch gleich zeigen. Oder halt mit diesem Browser über die Kommandozeile, also über diesen Parameter. Das Configuration-File für den Client legt fest, wo die Sourcen oder die Testsourcen liegen, beziehungsweise dessen Reihenfolge in der Abarbeitung. Es kann halt auch sein, dass ich halt externe Ressourcen einbinde, die halt zuerst eingebunden werden müssen, wie zum Beispiel jQuery, um das meine Tests dann auszuführen, die halt auf jQuery beruhen. Beziehungsweise kann ich den Server angeben, der ist aber optional. Und dann geht es halt schon los mit den Testen. Das habe ich mal an einem Beispiel gemacht. Das ist im Prinzip das Beispiel auch von Google, das dort halt dargestellt wird. Das ist ein einfacher oder grundsätzlich JavaScript-Code. Diesen Prototype erzeuge ich mir halt in der Funktion. Das ist aber noch nichts jetzt hier JS-Testrunner-spezifisches oder Testdriver-spezifisches, sondern das ist halt ein ganz normaler JavaScript-Code. Und was jetzt spezifisch ist, ist halt hier dieses Test-Case, wo ich mir erstmal so einen Test-Case erzeuge, der diese Testfunktion sozusagen ist halt in diesem JUnit-Standard, ich weiß nicht, ob wer schon damit gearbeitet hat, also beziehungsweise JUnit 3.0 oder 3. Also die Funktion, also ich kann halt daran erkennen, dass es halt eine Testfunktion ist, in dem halt hier der Test davor steht, beziehungsweise hier Test dahinter stehen kann oder Test Case. Genau. Und dann ruft er entsprechend die Funktion auf und guckt hier nach sozusagen, ob jetzt das, was ich halt hier in mein JavaScript-Objekt, in meine Funktion reingepackt habe, ob das dann auch zurückkommt. Ja, dieses Assert Equals, es gibt auch natürlich noch andere Assertion-Funktionen, eigentlich genau die fast dieselben wie in JUnit. Genau. Ich kann hier über Konsole log bzw. JS Treiber log kann ich mir noch Log-Ausgaben machen von Objekten. Das funktioniert leider im Firefox nicht, weil der Firefox das Überschreiben des Konsolenobjekts nicht erlaubt. Also bis jetzt ist halt nur im EE getestet. Und da hat es funktioniert. Also Firefox habe ich auch getestet, aber da funktioniert es halt nicht. Genau. Das Server Configuration File sieht ungefähr so aus. Also ich habe halt hier ist erstmal so eine YAML-Syntax. Heißt JS Test Driver Conf defaultmäßig, also wenn ich jetzt nichts anderes angebe, erwartet der halt im selben Verzeichnis, wo der Server liegt, halt so ein JS Test Driver Conf. Dann haben die hier verschiedene Attribute wie Load, da kann ich halt meine JavaScript-Ressourcen angeben, beziehungsweise Test, um meine Test-Ressourcen anzugeben. Ich kann auch das halt hier unter Load machen, das habe ich zum Beispiel so gemacht. Beziehungsweise Test-Files exkluden davon. Oder überhaupt JavaScript-Files, die ich halt nicht mit testen will. Oder Plugins einbinden. Das ist auch zumindest das einzige Plugin, was es zurzeit für JS Test-Driver gibt, Code Coverage. Das werde ich dann aber auch nochmal kurz vorstellen. Und Timeout, also wie lange der Server in Sekunden warten muss, um halt, wie lange der Client in Sekunden wartet, bis der Server etwas zurückgibt oder nichts zurückgibt. Nicht der Client, der Server. Genau.
Um nun den Test zu starten, muss ich erst den Server starten. Das wird halt über dieses JS Test Driver gemacht und dann den Port 9876. Dann rufe ich als nächstes den Browser auf. Das kann ich halt entweder über einen Configuration-File festlegen. Nee, Quatsch, ich kann es entweder hier in diesem Server-Start festlegen, indem ich halt noch Browser angebe und dann halt das Browser-Verzeichnis, wo der Browser liegt. Das kann ich halt mit Komma separiert machen für alle Browser, die ich halt auf meinem System habe. Beziehungsweise kann ich halt, wenn ich halt einen Browser meinetwegen vergessen habe, kann ich halt über diese URL dann den Browser noch capturen. Das heißt, der kommt dann halt mit in diesen, also der ruft, wird dann halt mit berücksichtigt und wartet halt auf Tests sozusagen. Um den Testrunner auszuführen, wird dann halt dieses JAR-JS-Testrunner nochmal aufgerufen und Tests All, also letztendlich die Tests, die ich in meinem Configuration-File eingegeben habe, werden dort alle berücksichtigt. Ich kann natürlich jetzt auch noch einzelne Tests hier ausführen, wenn ich zum Beispiel hier dieses Test irgendeine JavaScript-Datei irgendwie schreibe. Beziehungsweise kann ich darüber debuggen, aber mit den Debuggen habe ich mich jetzt nicht weiter auseinandergesetzt. Es gibt verschiedene Integrationen für dieses JS-Test-Driver. Verschiedene IDE-Integrationen, also wie zum Beispiel Eclipse, ein Eclipse-Plugin, das ist hier zum Beispiel rechts zu sehen. Hier kann ich auch die Browser direkt aufrufen, ich entwickle JavaScript-Code oder meinen Test und dann kann ich direkt sozusagen auf diesen Test-Button klicken. Das ist ganz gut als einzelner Entwickler. Wenn ich JavaScript-Code entwickle, dann gibt es ein Visual Studio-Plugin. Hier habe ich aber bloß einen Blogbeitrag für die Integration für 2010, Visual Studio 2010 gefunden. Also für die anderen Versionen weiß ich jetzt nicht, das ist auch nicht direkt ausgezeichnet bei Google. Und für IntelliJ gibt es ein Plugin. Ja, und was mich ganz besonders interessiert hat, für das Build-Management, ein Maven-Plugin. Das ist aktuell in der 1.3.2.5 Version verfügbar. Ja, genau, und das habe ich halt benutzt. Genau, und jetzt werde ich mal ein paar Beispiele zeigen. Also einmal das Hello World Beispiel, nochmal übersetzt halt in so ein Maven-Projekt. Code Coverage, die Integration halt von anderen Tests, die ich halt zum Beispiel mit QUnit schon geschrieben habe und die ich aber in diesen JS-Test-Driver mit verwenden möchte. Und dann so ein Async-Ansatz, also asynchronen Ansatz, um halt Ajax zu testen. Genau. So. So, also ich habe jetzt hier sozusagen ein Parent-Projekt mir angelegt, JS-Test-Driver, und das sind sozusagen alles Module von diesem JS-Test-Driver. Vorteil ist dabei, dass ich halt die Konfiguration in allen Modulen verwenden kann. Und die werde ich euch gleich zeigen. Genau, also ich, das sieht halt so aus, über Plugin Management kann ich halt letztendlich kann ich halt in meinen Modulen auf diese Konfiguration zugreifen. Wird halt so eingebunden, ich habe mir hier oben ein paar Properties angelegt, damit ich mir das jetzt damit ich das halt an einer Stelle habe und letztendlich zum Beispiel auch noch Profile anlegen kann, mit denen ich das dann halt irgendwie teste. Die Konfiguration sieht so aus, halt wie das Configuration-File, habe ich hier so einen Server-Tag, mit dem ich den Server festlegen kann. Dann erwartet das in jedem Modul hier so ein JS-Test-Driver-Configuration-File für die Konfigurierung des Tests, zeige ich euch gleich noch. Dann den Basispfad für jedes Modul, dann und genau dieses Reset ist halt wichtig dafür,
dass dann zum Beispiel der Browser komplett neu geladen wird, komplett neues JavaScript geladen wird und nicht dazwischen gecached wird. So, wir sollten natürlich, genau. Also dieses Modul sieht halt so aus, dass ich hier meine JavaScript-Sourcen hier drin habe. Also ich habe jetzt hier angegeben, wo mein JavaScript-File liegt, was ich euch gerade gezeigt habe, beziehungsweise halt mein Test-File. Ja. Und das ist halt ja, meine Client-Konfiguration, die ich halt noch mit angeben kann. So, zuerst müsste ich dann halt den Server starten. Das kann ich am besten gleich mal hinmachen. Also ich habe mir jetzt so eine kleine BAT-Datei geschrieben. Da steht auch nichts anderes drin, als dass dann diese Server-Konfiguration geladen wird. Genau, am Port sind wir gesehen und letztendlich der Browser Firefox mit aufgeht. Oder dass ich das JavaScript-Zeug, meinen Tests im Firefox laufen lassen möchte. Genau. Aber jetzt starte ich mal meinen Server. Also ich führe dieses Start-BAT-File aus. Genau, jetzt müsste im Hintergrund jetzt der Browser, der Firefox aufgehen, der geht jetzt auf meinen Bildschirm auf. Ich schiebe das mal hier rüber. Damit ist der Server gestartet, der Client ist geladen und wartet jetzt nun halt auf Input von meinem TestRunner-Client, um halt diesen JavaScript-Code auszuführen. Ich kann jetzt zum Beispiel noch den IE hinzufügen. Jetzt sehe ich halt hier, dass ich dieser Browser halt schon gecaptured ist und kann halt meinen jetzt noch hinzufügen. Dann geht er auch in so eine Wartestellung und ich kann jetzt halt meine Tests ausführen. Das können wir mal machen. Über Test-Examples. Genau. Dann startet der Client, JS Test Driver. Sagt, dass er hier im Internet Explorer und Firefox testet und gibt den Success-Test zurück. Okay. Damit man das auch mal sieht, dass es jetzt nie nur Success, zeige ich mal, was passiert, wenn der Test fehlschlägt. Also wenn der zum Beispiel den Punkt. Das ist ein bisschen langsam mein Rechner. Ein Test fehlt schon. Was ich halt schon gesagt habe, der Firefox sozusagen, der gibt dieses Assert nicht aus. Weil das liegt halt irgendwie an diesem Konsolenobjekt. Und der Internet Explorer gibt halt das entsprechende Testergebnis zurück, was halt hier fehlgeschlagen ist. Genau. So, mal gucken. Und zwar das nächste Beispiel war dieses Coverage. Also ein interessantes Beispiel, weil es mir zeigt, wie viel von meinen, also lass mal kurz dieses Configuration-File. Genau, da habe ich dieses Making Coverage Plugin eingebunden. Das ist dafür da, um mir die Testabdeckung zu zeigen, wie viele JavaScript-Klassen schon getestet wurden und was alles konkret getestet wurde. In der Standardkonfiguration, also wenn ich mir Test-Output nicht mit angebe, halt im, ich kann das mal kurz zeigen, in der Servo-Konfiguration kann ich mir hier so ein Test-Output angeben. Da wird mir ein File erzeugt. Das nennt sich hier Configuration. Das ist halt so ein LCOV-File. Und mit
gen.html kann ich das übersetzen, dann bekomme ich halt im Browser wie so eine Art Übersicht angezeigt von allen meinen Testklassen und Testfunktionen und ich kann halt die durchgehen und explizit gucken, was dort halt, wo ich halt getestet habe und wo halt noch Teststellen sind. Genau. Aber ohne dieses Test-Output rendert das mir halt einfach auf die Ausgabe, auf die Konsole. Und hab halt nicht diesen Vorteil. Ich kann das mal kurz zeigen. Genau, und da gibt mir jetzt halt hier so einen Coverage-Wert mit rein. Also in der Test. Genau, und nur 83% meiner Creator wurde getestet. Das liegt daran, weil ich einfach noch eine Funktion hier hinzugefügt habe, für die ich halt keinen Testfile geschrieben habe. Und deshalb kommt dieser Wert zustande. Da kann ich mich halt daran orientieren und gucken, inwieweit mein Code halt getestet wurde. Beziehungsweise inwieweit für meinen Code Tests zur Verfügung stehen und was alles komplett getestet wird. Genau, nächstes Beispiel ist QUnit. QUnit kann ich JavaScript-Code testen. Dafür gibt es für die Integration in JS Test Driver einen eigenen Adapter. Der lässt sich eigentlich auch ziemlich einfach schreiben, sagen wir mal so. Also der mappt einfach diese QUnit Sachen auf so einen Testcase von JS Test Driver. Dieses Equi-File brauche ich dafür, damit ich QUnit dieses, da gibt es so eine Same, also ist Same Object Assertion, damit ich die benutzen kann. So, mein Test sieht jetzt so aus, dass ich halt hier in QUnit kann ich halt hier irgendwie so Testmodule festlegen. Und mein Test wird jetzt halt hier schon ein bisschen schmaler und ich kann halt das benutzen. Dieses HTML-Tag ist auch ganz interessant. Ich kann während meines Tests HTML hinzufügen, wenn zum Beispiel HTML in irgendeiner Setup-Methode eingefügt wird und ich das halt irgendwie testen möchte, kann ich das halt hier auch machen, ob meine Funktion entsprechend darauf reagiert. Er erzeugt da einfach ein Document-Object, das sieht man auch hier unten in der Funktion ganz gut, so ein Foo-Element. Dann kann ich halt meine JavaScript-Sachen, um Elemente dort einzufügen oder was auch immer ich damit mache, auch mit testen. Genau, das wäre so diese QUnit-Integration. Und dieses Async-Test, das ist alles noch ein bisschen, dieses Asynchron-Test, die haben zwar bis jetzt sich schon Gedanken gemacht, aber irgendwie, also mit direkt Asynchron funktioniert es noch nicht. Das ist auch hier so ein Beispiel von Google. Also erstmal ist es so, um asynchrone Tests auszuführen, muss ich halt von diesem Testobjekt Async Testcase erben, das ist halt nicht mehr Testcase. Und dann kann ich halt hier ein Stack benutzen, auf den ich Funktionalitäten sozusagen ausführen kann. Also und gucken kann, ob der Ablauf meinetwegen stimmt. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel, das ist halt so als Pseudo-Beispiel angegeben, dass ich hier so einen Request starten kann und solange der halt noch nicht durch ist, wird auch nicht diese Call-Methode hier unten aufgerufen. Und damit kann ich halt meine Sachen testen. Also wie das ganz genau funktioniert, müsst ihr euch selber nochmal angucken, da habe ich mich jetzt nie hundertprozentig damit beschäftigt. Ich habe bloß halt mal, ich wollte bloß zeigen, dass es auch da ein paar Gedanken dazu gibt. Ja, genau, das waren jetzt so erstmal grobe Beispiele. Ich kann die auch noch zum Download bereitstellen. Wenn ihr jetzt ein bisschen Blut geleckt habt mit JS Test Driver,
gibt es halt hier, könnt ihr halt hier auf Google gehen und euch die Dokumentation mal angucken. Das ist auch nicht viel, ist aber auch nicht, sag ich mal, so hundertprozentig gut dokumentiert. Also da fehlt es noch an einigen Stellen. Beziehungsweise meine Linksammlung zu JS Test Driver. Oder wenn ihr euch mit Test-Driven Development mit JavaScript auseinandersetzt, gibt es auch ein eigenes Buch, Test-Driven JavaScript Development, von Christian Johann.